Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Before We Leave auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge sind wir hier auf einem neuen Planeten angekommen und da starten wir jetzt fürs erste Mal wieder von vorne. Wir brauchen Holz, also das haben wir schon gesichert, wir brauchen Stein und wir brauchen Eisen. Ja, und das ist das Erste, was wir jetzt hier tun sollten, deshalb hier mal einen Weg hin. Und dann brauchen wir da so einen Aufzug. Kommen wir den überhaupt schon? Hier, Aufzug, ja. Geht so, was kostet der? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 4 Holz, okay, geht noch. Und Entdeckerhütte Bibliothek brauche ich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gescheit ist. Das ist die andere Frage. So, was wir auf jeden Fall können, hier ein bisschen Platz schaffen. Wenn die dann soweit Zeit haben, das ist die andere Sache. Ich nehme an, solange ich hier bin, läuft der andere Planet weiter. Und wenn da Probleme sind, dann kann der vielleicht sogar aussterben. Ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen. So, dann mal da. Was kostet ein Haus? 2 Planken. Komm. Die leisten wir uns. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier haben. 10 wieder. 8. 12 sogar. So, dann machen wir hier so ein Zentrum. Was ist das? Eine uralte Ruine. Erkunden. Okay, auf eigene Gefahr. Es kann sein, dass jetzt hier das eine nicht überlebt. Wer weiß. Okay, der sucht jetzt da. Ist das auch in Verbindung mit dem möglich? Durch die Erkundung einer uralten Ruine haben wir alles erfahren, was wir zum Erlernen von Raumfahrt benötigen. Okay. Was auch immer das mir dann bringt, aber ist ja schon mal gut. So, den brauchen wir nicht. Gut. Und jetzt würde ich sagen, hierhin, das ist ja wirklich das Wichtigste, einmal das Eisenwerk und einmal die Werkzeugschmiede. Sehr gut. Und dann haben wir die erste Challenge geschafft. Ich glaube, es geht gerade so auf. Und hier fehlen Bürger. Ah, für die Bibliothek. Ja. Also ich denke, was wir auf jeden Fall gleich als nächstes brauchen, ist eine Schule. Die kann eigentlich auch etwas außerhalb stehen. Sehr viele Bäume hier, also bringt uns auf jeden Fall Holz, aber ist natürlich auch ein bisschen blöd. Muss alles abgebaut werden, braucht Arbeiter dafür. Und dann, weil wir kein Lager haben, liegt jetzt überall Holz rum auch. Stimmt, der da, der verarbeitet das ja. Okay, komm, wir machen mal etwas Revolutionäres, wir bauen gleich einen zweiten. Das ist so revolutionär, das habt ihr noch nie gesehen. ja, bauen wir den da hin. Und ich würde auch, wir brauchen noch ein Lagerhaus. Ein normales. Das würde ich eigentlich fast daneben bauen hier. Oh, da gibt es neue Dinge wieder. Startplattform für ein Raumschiff. Für den Baubeginn muss die Insel mindestens 20 Bürger mehr haben, als das Raumschiff an Besatzung vorfordert. Ach, deshalb auch, weil die Besatzung dann reingeht. Ah, macht ja auch Sinn. Nichts überlegt. Stahl brauchen wir dafür und Glas. Und hier den Raumhafen. Okay. Ich glaube, da sind wir noch ein Weilchen entfernt. So, hier erstmal ein neues Lagerhaus. Und dann brauchen wir bestimmt ja auch einen Hafen. Damit wir hier auf jeden Fall mal die Welt erkunden können. Eisen bin ich am Abbauen, oder? Ja, genau. Das bin ich soweit. Und hier werden fleißig Punkte gesammelt. Das ist schön. 11 Punkte bereits, sehr gut. Ja, ist glaube ich gut, wenn man da früh beginnt, weil das dauert.
So, wo war denn nochmals der Hafen? Werft und Hafen. Vier Werkzeuge. Ja, ist schon etwas teuer. Ich weiß. Was ist denn noch essential? Glashütte. Also Glas können wir da eh nicht herstellen. Aktuell. Marktplatz. Den Marktplatz haben wir nie gebaut. Stimmt, den haben wir gar nie gebaut. Stellt Luxusgüter her, die Bürgern Zufriedenheit geben. Ja, warum habe ich denn die nie gebaut? Fragt man sich da. So, für das andere Werk brauche ich zuerst richtig viel Holz. Also das lassen wir da mal noch herstellen. Gut, hier kommt rein. Das, das, das. Auf jeden Fall. Auch ein bisschen Eisen kann da rein. Und ich will vielleicht noch die beiden Dinge auch dazu packen. Baumstümpfe alleine kann man ja nicht. Genau, also die, die hier rumliegen, die müssen zuerst verarbeitet werden. Die tauchen zwar hier oben in der Statistik auf, genau hier, 58 zu 18, aber die müssen zuerst verarbeitet werden. Die kann man nicht einlagern. So, und es werden gleich noch mehr, wenn wir da weiteren Platz benötigen. So, aber es ist nötig. Ist aber vielleicht auch toll, weil so müssen wir. Können die nur verarbeiten und müssen kein Holz selbst fällen. Soweit. So. Ich hoffe. Ach so. Ich bin auch der größte Depp. Ja. Aber der allergrößte. Was habe ich denn jetzt da wieder überlegt? Ist das überhaupt noch möglich jetzt? Aber ich brauche dafür ein Eisen. Ah ne, hier meine ich. Ich brauche vier Werkzeuge. So. Wo bekomme ich die her? Ich glaube, ich muss ein Safe Game laden, weil ich habe ja aktuell. Ja, ich habe ja keine Raketen, um das hin und her zu. Ja, ist toll. So, was haben wir denn jetzt? 17:53 Uhr. So. 10 Minuten verloren. Ja, ist nötig. Ich kann es nicht anders sagen. Wo ist das? Vor 10 Minuten? Da habe ich gleich die Folge gestartet. Boah, dann sieht die Insel wieder relativ basic aus, sage ich mal. So, die Bürger auf Insel 2 sind wieder mal nicht so zufrieden. Also ich glaube, die haben genug zu tun. Das ist eine Schule im Bau oder die ist sogar schon gebaut. Das sind Häuser im Bau. Wer ist jetzt etwas nicht gebaut hier? Nee, ist alles gebaut. Sehr gut. Ist gut, okay. Naja, der produziert jetzt. Das sieht gut aus. So, dann können wir schnell rüberschauen. Auf den anderen Planeten. Insel 2, wie sind die Probleme? Also, der produziert jetzt Energie. Es ist immer noch wichtig, dass das Ölkraftwerk hier Priorität hat, sowie die Förderanlage dazu. Kann ich hier theoretisch auch. Die ist ja unbegrenzt. Ich könnte hier noch weitere hinstellen, welches mir dann auch mehr Öl besorgen würde. Ab ins All. Eine neue Siedlung ist auf einem guten Weg. Oder deine neue. Deine nächste Aufgabe ist es, die Raumfahrt zu erforschen. Sie wird dir helfen, Ressourcen zwischen den Planeten zu transportieren. Nachdem du nun herausgefunden hast, wie du deine eigenen Raumschiffe produzieren kannst, baue eine Startplattform, um sie zu konstruieren. Am besten machst du das auf einem ersten Planeten, auf dem du bereits deine Ressourcenproduktion aufgebaut hast. Du brauchst auch einen Raumhafen auf jedem Planeten, genau wie du zu Hause einen Hafen auf jeder Insel brauchst. Ah, genau, die Aufgabe war wahrscheinlich, da die Erkundung zu machen. Das haben wir ja geschafft. Relativ schnell.
So, was wir natürlich hier machen können, ist den Weg hier durchführen. Den hier entfernen. Und kann ich jetzt hier noch so einen hinstellen? Kann man das? Ist das möglich? Und lässt sich Öl dann im Lagerhaus einlagern? Ja, hier Öl gibt es sogar. Ich mache da vielleicht mal noch ein extra Lagerhaus dazu. Da. Das ist perfekt. Ja, und wie ich doch gesehen habe, hier die Startplattform und den Raumhafen. 30 Stahl, 5 Glas, das ist perfekt für diese Insel. Ja, ist wirklich perfekt. Kann man leider nicht im Meer draußen bauen. Da ist ein Platz. Da, da. Ja, schon relativ dicht besiedelt hier. Das möchte ich gerne offen lassen. Hier oben fände ich eigentlich gar nicht schlecht. So. Ja, komm. Stellen wir da hin. Es muss ja nicht nebeneinander sein. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Also, Werkzeuge geht auch nach oben. Sehr gut. Wir brauchen hier die Entdeckerhütte. Stelle ich wieder dahin. Und dann haben wir hier erfolgreich ein bisschen Platz geschaffen. Oder auch nicht so... So, ich mache jetzt ein größeres Haus und zwei kleinere. So. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt in die Essensproduktion einsteigen. Jetzt habe ich hier natürlich schon das Kraftwerk und alles. Also wäre hier unten eigentlich perfekt. So. Ist etwas übertrieben, ich weiß. Wir haben aber genügend Arbeiter, um jetzt hier zu schauen. Das passt schon. Und das große Haus wurde auch fertig. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen auf unsere Werkzeuge aufpassen. Okay. Ich mach das nochmals. Also, hier kommt die äußerste Linie. Das heißt, hier soll der Weg durchgehen. Und hier kommen... Ja, es ist nicht möglich. Also ich mache so. Ja, so zum Beispiel. Dann, das muss zuerst abgebaut werden. Kann ich ja hier die Priorität erhöhen. Dann kann ich da auch pflanzen dann. Gut. Also wichtig jetzt mal hier eine Obstplantage zu haben. So zum Beispiel. Und dann natürlich auch da den Smoothie-Hersteller. Wobei ich jetzt den... Aber dann müssen sie so weit transportieren, das ist das andere. Ich kann den aber auf der ganz anderen Seite. Hier ist ja Öl. Also kann man davon ausgehen, dass wir da irgendwann mal sowieso was machen. Stellen wir doch den hier hin. So. Den werden wir auch gleich upgraden, so gut es natürlich geht. Und daneben auf der anderen Seite würde ich auch gleich den machen. Der braucht Gemüse, wenn es mir richtig ist. Was fehlt dann? Der Tee fehlt dann noch. Okay. So, ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen übertrieben. Gut. Da das ja keine Werkzeuge braucht, kann ich hier ja Häuser platzieren. Ich habe aber keine... Wie viele Baumstämme habe ich noch? 200 Baumstämme zum Verarbeiten. Okay. Also, Bretter sollten nicht so ausgehen. Ich muss nur schauen, dass ich hier noch einen aufstellen kann. Zum Beispiel da. Und was wir denen auf jeden Fall Priorität geben. Dass die jetzt nur am Bretter machen sind, so gut es halt geht.
Steine werden auch abgebaut. Ist auch eine Priorität. Und die ganze Eisenkette ebenfalls eine Priorität. Ich brauche übrigens auch nochmals Holz da. So, Eisenwerk sowie natürlich Strombedarf Priorität. So. Dann sollten sie wissen, was zu tun ist. Und ja, Felder kommen schön heraus. Sehr schön. Und da fehlt es jetzt an allem Möglichen. Gut, ich glaube, die Plattform ist fertig. Also hier, das dauert jetzt ein Weilchen. In der Zeit kann ich weg sein, bis das aufgebaut ist. So, und das sieht so aus. Startplattform. Und hier, das ist jetzt wieder Hafen, kann ich ein Kolonierungsraumschiff bauen oder ein Handelsraumschiff. Und ja, wie schon erwartet, es kostet Treibstoff. 40 Holz, 15 Stahl, 10 Glas, 10 Werkzeuge. Und es braucht auch 10 Leute dann. Hier habe ich aber genügend. Also würde ich sagen, wir bauen mal so eines. Gut, damit wir aber dann auch handeln können, macht das Sinn auf dieser Insel? Eigentlich schon. Also wir sind ja, gerade wenn man hier schaut, ressourcenmäßig gut da. Wir haben auch auf dieser Insel die Essensindustrie, obwohl wir die ja jetzt auch woanders noch aufbauen. Da brauche ich nochmals 30 Stahl auch. Nicht schlecht. Wie wäre es hier? Ich könnte es auch hier unten machen eigentlich. Da so vorbei. Hier hin. So. Lagerhaus. Gar keins vorhanden bis jetzt. Genau. Was fehlt? Oder habe ich nicht eins gemacht? Das war, glaube ich, vor dem Save. Ja. Deshalb stehen wir auch so an, gerade an dem. Ah, war natürlich wieder oben gescheit. Also. Lass mal schnell die Zeit ein bisschen vergehen. Der andere Planet muss ja auch arbeiten noch. Der ist ja auch noch nicht so weit gekommen. Aber bei dreimal wird es schon kritisch. Das ist die Insel 1. Insel 2 ist die schlimme. Kaum Strom. Wir hätten genügend, wir haben genügend Öl jetzt draußen. Also, logischste Schlussfolgerung, wir bauen einfach noch ein zweites hin. Einfach daneben ein zweites. Und da muss es aber auch dann aufgehen, ehrlich gesagt. So. Na gut, die sind auch noch am Bauen hier. So, die haben es geschafft. Sehr gut. Also, wir brauchen Grundressourcen hier drin. Können auch Eisen einlagern. Genau. Ist da noch was? Nein. Und im anderen würde ich dann noch auch noch ein bisschen Sonstiges einlagern. Frage ist wie immer wo. Ah, irgendwo hier so daneben. Da wäre ein guter Platz zum Beispiel. Ja, theoretisch könnten wir jetzt... Ah, das Raumfahrten ist da. Wir können jetzt sehr weit forschen. Wir müssen aber die Punkte austauschen. Ja, weil wir die Punkte brauchen. Und dafür bauen wir gerade noch den Raumhafen. Und wir sind auch gerade eine Rakete am Bauen. Mal schnell nochmals reinschauen. Oh, die sind im Bau. Die sind auch im Bau. Wir haben fast Stahl genug. Jetzt braucht es natürlich wieder extrem viel Stahl. Und das gibt dann die Probleme ab, glaube ich. Ja, ich hoffe, wir kriegen sie in den Griff hier. Den Treibstoff mache ich wieder auf neutral. Oh, anscheinend ist Öl unendlich. Aber ich weiß es nicht. Gut. Also, alles im Bau. Hier hätten wir auch noch einen Berg.
Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass uns Stein nicht so schnell ausgeht. Also das sieht schon ein bisschen sehr industriell aus. Also hier ist schon ein bisschen schlimm. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!